Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Freue mich natürlich, dass ihr hier am Start seid und zwar zu den Patch Notes 8.12. Wie ihr sehen könnt, ja, leider, die Kamera hat immer noch keine Lust, die macht ein bisschen Zicken die letzten Tage. Ich glaube, das ist nicht die Kamera, sondern irgendwelche USB-Ports, die ein bisschen RIP sind. Ich habe da schon viel rumprobiert, aber das ist eine andere Geschichte. Der aktuelle Meta ist ja relativ RIP und deswegen wollen wir uns mal anschauen, was Riot jetzt mehr oder weniger versucht hier mit ihrem Patch wieder so ein bisschen dagegen zu lenken. Fangen wir an mit Elise. Es gab ja vor kurzem erstmal das Riot Jungle Item Änderung, das AP Item Änderung. Das heißt, dass die AP Machete bzw. das upgradete Item nun 20 AP mehr hat und statt Movement Speed jetzt 10% CDR. Man hat hier seitens Riots gehofft, dass das vielleicht Elise schon ein bisschen mehr ins Game reinbringen wird, was allerdings nicht der Fall war. Ich muss auch sagen, Elise ist wahrscheinlich einer der wenigen AP-Jungler, die wirklich dieses Movement-Speed hätte gut gebrauchen können. Sehr aggressiver Champion, da war es nicht verkehrt, war dann in der Hinsicht vielleicht sogar eher ein Nerf. Aber gut, was wird gemacht? Sie bekommt 5 mehr Movement-Speed auf ihrer normalen Form und auf ihrer Spider-Form, das ist ganz okay. Und etwas mehr Damage im Early-Game, gerade mal 5, im Late-Game wird sogar auf 240 erhöht für ihre Spinne, die sie auf die Gegner schicken kann. Die W wird meistens, ist aber abhängig bei dem einen oder anderen, als zweites gemaxt. Das ist ganz okay, wird sie aber nicht direkt broken oder so machen, nehme ich einfach mal an. Finde ich, ist aber wirklich ein guter Weg, so einen Champion ganz, ganz langsam immer soft zu buffen. Vielleicht über mehrere, 3, 4 Patches lang, als direkt wieder so einen broken Champion zu erzeugen, indem du mir einfach 30 Movement Speed gibst. Na, dann ist wieder komplett GG. Komplett GG ist nämlich auch Ezreal mehr oder weniger, beziehungsweise natürlich auch die AD Carry Meta. Grundsätzlich, kleiner Call hier erstmal, sehr, sehr viele Leute weinen ja immer rum, dass man keine AD-Carry mehr spielen kann. Leute, es gibt Miss Fortune, die ist absolut super broken gerade. Dann habt ihr noch Kaiser, ihr habt Varus, ihr habt Draven, ihr habt Ezreal, ihr habt Lucian. Da sind mehr als genug AD-Carries, die ihr gerade spielen könnt. Natürlich keine Crit-AD-Carries oder erstmal so normale Items into Crit, aber befassen wir uns mit Ezreal. Ezreal hat jetzt 3 Armor weniger und hat auch schon einen Hotfix erhalten. Ja, das heißt, der Hotfix, der ist schon da. Weniger AD per Level und weniger Attack Speed durch seine Passive. Diese 3 Armor weniger sind extrem stark im Early Game, also tun ihm extrem weh, muss man sagen. Denn so hat der Gegner von Ezreal die Chance, ihn wirklich stark zu beschneiden. Ja, ihn vielleicht nach Hause zu schicken, ohne dass er seine Träne fertigstellen kann. Und das muss mehr oder weniger sein Ziel sein. Denn Ezreal ist ja so ein Champion, der hat so immer wieder kleine Power Spikes. Ja, er baut sein erstes, dann seinen Mana Immune, dann baut er sein Trinity oder Iceborne. Und er muss immer nur ein Item, während natürlich so ein Crit AD Carry, Statics und Infinity bauen muss. Deswegen, ja, ne, kann man den hier auf jeden Fall mehr bestrafen. Ist auf jeden Fall ganz nett. Kindred, klar, braucht man wahrscheinlich nicht viel drüber reden. Die neue Scatline. Und deswegen kriegt die mehr Attack Speed dazu, mehr Attack Speed durch ihre Q, ja, das heißt, wenn sie springt, kriegt sie ja so ein bisschen so einen kleinen Buff, 25% ist wirklich viel, muss man sagen, und mehr Damage auf der E, 15, im Early Game und auch im Late Game, ich denke, das sind echt gute Buffs und das sind zum Beispiel schon wirklich harte Buffs, also dann auch noch so viel, ja, müssen wir mal gucken, Kindred ist ja relativ schwach aktuell, deswegen verdient sie das auch, aber da muss man absolut aufpassen, dass sie nicht sofort wieder Meta-Breaking wird. Meta-Breaking auf jeden Fall wird nicht dieser Dude, das ist nämlich Lee Sin. Ihr wisst ja, dass ich Lee Sin hasse, aber er kriegt hier einen kleinen Buff. Klar, der ist super, super schwach aktuell und auch, naja, er hat letztes Mal ja schon einen Buff bekommen. Das hat ihn nach oben gebracht, aber er ist bei 48%. Das ist katastrophal. Mit seiner W hat er jetzt 12 Sekunden Cooldown nur noch statt 14. Dadurch kann er natürlich deutlich aggressiver spielen oder auch defensiver, indem er die ganze Zeit durch die Gegend springt. Beziehungsweise wenn natürlich ein Ward ready ist oder ein paar Minions da sind. Und seine E macht jetzt im Early Game 10 mehr Damage und im Late Game 30 mehr Damage. 30 mehr Damage gerade im Late Game ist natürlich ziemlich viel, wobei man hier sagen muss, klar, da unterscheiden sich die Lee Sin Spieler, die meisten gehen Q first und dann würde ich sagen, die mit gesundem Menschenverstand maxen meistens die W als zweites, weil Damage brauchst du nicht immer zwingend. Und, aber das ist auch, wie gesagt, absolut, wenn du wirklich krass im Game bist, kannst du auch die E reinmachen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass du die E oft als letztes maxst und dann natürlich ist das Late Game ein bisschen besser, aber du profitierst nicht so krass von diesen 30 Schaden. Poppy haben wir als nächstes. Auch Poppy kriegt ja über Zeit immer mal wieder so kleine Veränderungen. Das Brötchen, das Laugenbrötchen, was sie jetzt auf die Gegner werfen kann, hat dezent weniger Cooldown. Im Early Game gleich, dann auf Stufe 7 eine Sekunde weniger und im Late Game 2 Sekunden weniger. Naja, das sind so ganz kleine Tunings, die kann man auf jeden Fall machen. Und bei ihrer Q, das ist schon, ja, eine Sekunde im Early Game, eine Sekunde im Late Game. Aber das Scaling Bonus Attack Damage, muss man ganz wichtig sagen. Ja, Poppy ist jetzt nicht die Maschine, die richtig viel AD kauft, aber
Die Q macht ja zwei Instanzen. Das heißt, die erste, zack, wenn sie so auf den Boden haut und dann, wenn es dann nochmal so, ja, eruptiert oder sowas, wenn es nochmal so, ja, erschüttert. Und beide kriegen 0,1 mehr so gesehen. Das ist also 0,2. Ist nicht verkehrt auf jeden Fall. Wenn du mal so das ein oder andere AD-Item hast, warum auch immer, nicht verkehrt. Rumble. Rumble kriegt meiner Meinung nach einen ziemlich dicken Buff, muss man sagen. Das heißt, sein Scrap-Schild, das Müllschild hält jetzt, beziehungsweise nicht hält, sondern hat jetzt 0,1 mehr AP-Scaling. Das ist schon ganz nett auf jeden Fall. Und hat 20 Base-Wert mehr. Das ist auf jeden Fall cool, vor allem im Early-Game und im Late-Game. Das Scrap-Schild ist relativ spambar, weshalb das schon echt ein guter Buff ist, muss ich sagen. Und die Ultimate, die ist wirklich, wirklich saftig, Leute. 50 mehr Damage im Early-Game, kann man mitleben. Aber im Late-Game 200 mehr Damage und 0,25 Ability-Power mehr dazu drauf auf Scaling. Das ist unglaublich krass. Also, wenn diese Ultimate dich trifft, dann schmilzt du wirklich dahin. Das ist super, super saftig. Ich denke, den einen oder anderen Rumble können wir auf jeden Fall sehen. Vielleicht sogar im Jungle. Mit dem neuen Jungle-Item ist zwar Mana drauf, aber vielleicht doch nicht verkehrt. Ja, Sejuani ist natürlich auch so ein gewisses Problem. Sejuani war eine Zeit lang super broken, da musste man sie sehr, sehr viel nerven und jetzt ist sie so ein bisschen untergegangen wieder. Man versucht sie wieder so ein bisschen ins Game reinzubringen und zunächst ihre Passive. Die macht jetzt nicht mehr, also die Passive, dass sie diese Viecher einfrieren kann quasi, die macht jetzt nicht mehr 400 Flat Damage an Monstern, sondern 10-20% Target Maximum Health. Das ist natürlich ein Nerf erstmal, weil du jetzt an so einem Vogel oder irgendwas, was nicht so viel HP hat, einfach nur noch irgendwie, keine Ahnung, 100 Schaden machst oder sowas. Vielleicht 200, aber auf jeden Fall nicht mehr 400. Aber das, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass dieser Effekt jetzt auf Champions, Epic, Large und Medium, Supermins, also auf mehr oder weniger fast alles geht, ja. Und dadurch könnt ihr mehrere Creeps, also beziehungsweise Monster im Jungle, mit diesem Effekt belegen. Denn, hier unten steht es auch, Permafrost hat gegen Non-Champions jetzt keinen Cooldown mehr. Ihr könnt das Ding also komplett durchspammen, mehr oder weniger, und das ganze Camp einfrieren. Das ist auf jeden Fall cool, hilft ihr, und ich denke, der Jungle Clear wird da auf jeden Fall interessant werden. Außerdem kostet die W etwas weniger Mana und hat jetzt eine 0,2er und beim zweiten Schlag eine 0,6er AP-Scaling, also 0,8er AP-Scaling, quasi 80%. Das ist super, super krass. 80% haben die meisten AP-Mages nicht mal als Scaling. Ich glaube, Orianna hat so 70%, sowas in der Richtung auf ihrer W. Und ey, sie hat einfach 0,8. Klar, du musst beides treffen, aber holy shit, da sehe ich mich auf so einer AP-Sejuani. Und auch das Permafrost hat nämlich jetzt etwas mehr Damage, 30 im Late-Game mehr, ist schon nett. Und doppelt so viel AP-Scaling. Auch hier definitiv, ne? Klar, AP ist jetzt nicht so das, was du normalerweise baust, aber vielleicht kann man ja das ein oder andere AP-Tank-Item doch vielleicht mit ihr so ein bisschen reinbringen. Muss man mal sehen, wie das Ganze wird. Ja, Talia, brauche ich glaube ich nicht drüber reden, ist gerade übel broken. Talia wird jetzt, hat auch einen Hotfix schon erhalten. Bedeutet, sie wurde erstmal ganz am Anfang gebufft. War wahrscheinlich ein Fehler. Man hat ihr direkt Base Attack Damage gegeben, dass ihre Steine mehr Schaden machen, statt 40%, sondern 60%, und auch ihre E mehr Damage. Und jetzt werden von diesen 60% wieder was runtergenommen, und zwar auf 50%. Ich denke, Talia bleibt nach wie vor super, 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 super strong. Vor allem auch im Jungle. Ja, Yorick. Und zwar ist es bei Yorick so, dass dass Sterax in diesem Patch verändert wird und dass er da nicht mehr so ganz geil von Sterax profitiert. Und dass, ich sag mal so, Trinity Sterax ist ja auf Yorick schon seit, oder der Trinity-Build generell ist auf Yorick schon mehr oder weniger ein Must-Have, wenn du offensiv bauen willst. Und mehr oder weniger auch fast die einzige Möglichkeit. Du kannst jetzt nicht mit einem BF-Sword oder irgendwie einem Blutwürster da rumrennen. Und deswegen ist das so eine kleine Kompensation, dass seine Q im Late-Game eine Sekunde weniger Cooldown hat. Klingt nicht viel, ist aber immens krass, meiner Meinung nach. Ich bin kein Yorick-Spieler, aber die Q im Late-Game, die böllert komplett rein. Also ist sie ja nicht mal Late-Game, ist schon ab Level 9. Und ich denke, das ist wirklich, wirklich gut. Weiter geht es, und zwar haben wir hier nochmal, klar, ich kann euch die Hotfixes, das ist alles, was schon gekommen ist. Also, diese drei Sachen hier. Ich denke, die meisten haben es tatsächlich mitbekommen. Was hier interessant ist, ist, dass Yasuo gebufft worden ist. Ne? Das heißt, ihr habt aber schon die ganze Zeit gegen den gebufften Yasuo gespielt. Seine Q macht 180% Crit Damage statt 150. Und Pyke wurden seine Stats ein bisschen verändert, und auch bei Kaiser. Aber das ist, wie gesagt, ist schon alles da, von daher. Was wichtig ist und noch nicht da ist, sind Schilde, beziehungsweise Schildmechaniken. Diese werden nämlich genervt. Das aktuelle Problem bei Shields ist, die halten einfach viel zu lange. Du machst ein Shield drauf, sagen wir, Ezreal, ihr wisst, dass Ezreal gleich seine Q macht. Wir nehmen einfach dieses Szenario.
Er schießt es in 2 Sekunden und ihr könnt trotzdem jetzt schon mal ruhig das Schild drauf machen, weil es hält ultra, ultra lange, teilweise 4, teilweise 6 Sekunden. Und es ist jetzt nicht so, dass ihr das wirklich timen müsst, gezielt setzen müsst, sondern einfach drauf damit, wie so ein schöner Schildbot. Ne? Einfach auf Cooldown, immer drauf das Ding und schön damit. Das Ganze soll ein bisschen geändert werden, dass es etwas skilllastiger ist und ihr wirklich gucken müsst, okay, jetzt kommt das Q und jetzt mache ich das Schild. So ungefähr. Und deswegen fangen wir an bei Jenna. Bei Jenna ist es mehr oder weniger noch eine Ausnahme, weil bei ihr kann man das nicht so ganz machen. Denn sie hat ja noch diese AD-Shield-Mechanik mit drauf, das heißt, dass ihr Shield AD begibt. Und deswegen wird es so verändert, dass die AD von dem Schild super krass mit der Zeit absinken. Das heißt, 0,75 Sekunden bleibt der AD-Wert, sagen wir einfach mal 40 AD. Und ab dieser Zeit geht die AD runter, dann sind es noch 35, 30, 25, 20 und so weiter. Je länger du also das Schild auf dir drauf hast, umso weniger AD gewährt ist dir. Finde ich grundsätzlich die Idee cool, weil so machst du nicht einfach das Schild random drauf, sondern du musst das Schild wirklich dann platzieren, wenn dein AD-Carry reingehen kann, wenn es wirklich passt. Ne? Sonst ist es so, bei den ganzen E-Girls wahrscheinlich, ich will jetzt hier niemanden ansprechen unbedingt, aber die machen einfach das Schild drauf und dann denkt sich der ADK, okay, ich geh jetzt rein, ne? Aber das muss dann jetzt vielleicht ein bisschen besser passen, damit man es wirklich ausnutzt. Karma ebenfalls, jetzt nur noch 2 hier, also hier ist wirklich das Ding. Hält jetzt statt 4 Sekunden nur noch 2,5 Sekunden. Selbe bei Pixie, statt 6 Sekunden 2,5 Sekunden. Allerdings bleibt Pixie trotzdem 6 Sekunden drauf, damit diese Mechanik, du immer noch eine Glitterlanze schießen kannst, nicht verworfen wird. Bei Orianna ist es natürlich traurig, weil ich sehr gerne Orianna ab und zu spiele, aktuell zwar nicht, aber ebenfalls reduziert auf 2,5 Sekunden. Und dann haben wir auch noch das Support-Item Forbidden Idol. Forbidden Idol ist ein extrem kosteneffizientes Item, was bedeutet, es gibt für wenig Geld richtig, richtig viele Stats. Und das war damals deswegen so gemacht, weil vor so 1-2 Jahren hatten die Support-Champions eine richtig schlechte Ökonomie und richtig wenig Geld. Economy, wollte ich sagen, jetzt wollte ich so das Deutsche und Englische verbinden. Die hatten auf jeden Fall richtig, richtig wenig Geld. Und da hat man gesagt, okay, du hast nicht so viel Geld, dann kriegst du ein tolles Item. Mittlerweile ist das aber nicht mehr der Fall und die kriegen wirklich ganz nettes Geld. Und deswegen reduziert man jetzt hier die Stats von dem Item und allen Folge-Items daraus. Asins Unholy Grail wird gleichzeitig allerdings etwas gebufft, um ein paar Support-lastige AP-Champions, also AP-Shield-Champions wie Karma, so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, aggressiv zu spielen. Ban of Command. Ja, was soll ich zu Ban of Command sagen? Ban of Command ist natürlich gerade absolut GG. Denn dieses Item wird nicht selten von 4 Personen im gegnerischen Team gebaut. Also ich habe letztens ein Game gesehen, da hatte wirklich der Supporter, der Midlaner, der Toplaner und der Jungler Ban of Command. Und die Idee war, es sollte ein Item sein, um in speziellen Games zu speziellen Situationen gewisse Spikes bzw. ja, Plays, strategische Vorteile zu ermöglichen. Aber aktuell ist es so, dass es entweder gar nicht gekauft wird, also aktuell so generell, dass es gar nicht gekauft wird, oder wenn die Meta so ist, von allen gekauft wird und es einfach komplett die Meta zerstört, so wie es jetzt gerade ist. Und da findet Riot einfach keinen richtigen, ja, richtigen Zwischenschritt. Sie werden das Item jetzt erstmal entfernen und gucken, ob man damit noch was machen kann. Das heißt, es kann irgendwann wiederkommen oder in veränderter Form wiederkommen. Oder wenn sie wirklich merken, nee, ist nicht so geil, vielleicht auch gar nicht. Das muss ich übel sagen, verwirrt mich. Das kommt dadurch, dass ich immer mal wieder übelst viele Patchnotes auf dem PPE lese und dann hier die richtigen. Wurde Sterax nicht schon verändert? Hatten die das nicht schon mal geändert? Oder, also, auf jeden Fall, was hier passiert ist, es ist ja aktuell Base Attack Damage. Bedeutet, es gibt ja diesen Base AD-Wert, den du hast. Das ist ein Wert, der erhöht sich mit Level, den kannst du aber selber nicht erhöhen. Und dieser Wert hat mit Sterax skaliert und jetzt wird dieser Wert allerdings nicht Base Attack Damage, sondern Bonus Attack Damage, sodass mehrere Champions davon profitieren. Ich dachte, das wäre schon längst auf den Servern drauf, holy shit. Auf jeden Fall kann sich das jetzt also mehr oder weniger jeder kaufen, das Sterax, und es ist nicht mehr gut für Trinity-User, beziehungsweise nicht mehr nur für Trinity-User. Trinity-User selbst werden dadurch allerdings etwas genervt, weil natürlich Trinity mit Base Attack scaled und das ist jetzt schlechter. Das heißt, Irelia, ne, und Yorick haben wir auch angesprochen. Ja, Runen. Hier haben wir was Interessantes, und zwar erstmal Hail of Blades. Ist aktuell noch nicht so richtig angekommen in der Meta, beziehungsweise im Game. Ich denke, es werden noch einige wenige Champions das Ding ja irgendwann auspacken. Es ist nicht schlecht, es hat echt wenig Cooldown. Vor allem jetzt gibt es 75% bis 175% Attack-Speed. Das ist echt krass. Und bei Sorcery, ja, das macht mir etwas traurig, glaube ich, weiß ich noch nicht ganz. Ihr kriegt jetzt weniger Movement Speed durch Celerity, die Hälfte nur noch. Allerdings scaled es doppelt so gut.
Bedeutet natürlich, ihr seid langsamer. Wenn ihr aber viel Movement Speed durch andere Quellen bekommt, durch irgendein Schild, durch Karma, durch Predator, durch was weiß ich, oder durch zum Beispiel hier diese Erdrachen, dann scaled das richtig gut und kriegt richtig viel AD. Für mich ist das natürlich scheiße, weil ich diese Runde sehr gerne für Talon genommen habe, vor allem wegen dem Movement Speed. RIP, muss man mal gucken, weiß ich noch nicht. Ja, Last Hit Assistance, wusste ich gar nicht, dass es das gibt, ehrlich gesagt. Und zwar ist es so, wenn ihr einen Minion, sagen wir, ein Minion hat noch 60 HP und euer Auto-Hit macht nur 56, ja, das heißt, ihr würdet noch 4 HP überbleiben, dann wird der trotzdem gelasthittet, ja, weil diese 4 HP, das ist so eine kleine Toleranzgrenze, ja, dabei kriegst du den Last Hit. Jetzt wäre der dann nicht mehr euer Last Hit, weil jetzt wird das auf 3 reduziert. Klingt nicht krass, aber die wollen, dass die nächsten Patches immer weiter verringern. Das heißt, Last Hitten wird mit der Zeit immer schwerer, was okay ist. Das muss man einfach lernen. Gehört dazu. Dann gibt es noch ganz viel zu Emotes und ich bin damit durch. Playmaker Lee Sin, aka Fida Lee Sin Skin kommt noch dazu. Ja, ich wünsche euch was. Haut doch rein. Auf Wiedersehen und tschüss.